unter den Körben, was das Punktemachen betrifft, bisher so gut wie überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Natürlich früh faul belastet, aber erst 4 Punkte für Lollis und erst 4 Rebounds. Das ist deutlich unter seinen Möglichkeiten. Taylor nimmt den Dreier, Derek Taylor. Sessa ist da. Und dann stibitzt der Lollis ihm wieder den Ball. Verteidigungsintensität pur auf beiden Seiten. Knappe Führung für die Gastgeber. Bezic auf Lollis, der nimmt den Dreier, Quadlois ist kurz. Und der Rebound ist bei Hamann. Und er verliert den Ball nicht, denn der Taylor bügelt das aus. Foul Bezic. Foul Bezic an Steffen Hamann. Oh, da hat der Steffen Hamann Glück gehabt. Hatte da von hinten den Quadro Lollis nicht kommen sehen. Das hier ist die Folgeaktion, als Bezic das Foul begeht. Aber vorher hätte er da fast den Ball verloren. Und der 39-jährige Derek Taylor tauchte da dem schon fast verlorenen Ball hinterher und bügelte den Fehler seines Sohnes in Anführungsstrichen auf dem Parkett aus. .350 noch. Geschätzter Durchschnittsblutdruck 250 zu 130 hier in der Halle. Foul geht an Chris Ensminger, sein drittes. Da hat er heute keine großen Probleme, aber Probleme hat er ins Spiel zu finden. Ja, da klemmt er den Stanojevic ordentlich ein. 3,5 Minuten noch. 62-61. Wer hat die besseren Entscheidungsträger in dieser Schlussphase? Lollis, Petrovic, Stanojevic. Foul ist entschieden, schon lange gegen Helmanis an Jovo Stanojevic. Viertes Foul, Helmanis. Immer wieder der Blick rauf zur Uhr, da wir hier nochmal die Situation sehen, die Helmanis das Foul einbrachte. Es sind noch 3 Minuten und 17 Sekunden. Beste Korbjäger bisher, Cesar 16, Hamann 14, Stafford 9 beim TSK Universa Bamberg. Auf Berliner Seite Collins 14, Petrovic 14, Stanojevic 14. Und Tip-In von Stanojevic und da war noch ein Foul im Spiel. Und wer kassiert das Foul? Die Nummer 4, Chris Ensminger. Viertes Foul jetzt auch für ihn. Cesar 4, Helmanis 4, Ensminger 4. Alle langen Leute der Bamberger mit 4 Fouls. Und Stanojevic mit der Chance, Alba mit 2 Punkten in Führung zu bringen. Tolles Spiel wieder von Jovo Stanojevic. Und da holt der Lollis den Offensiv-Rebound. Bamberg schlecht gearbeitet beim Ausblocken gegen Lollis. Das macht diesen Mann so wertvoll für Alba. Diese Drecksarbeit in Anführungsstrichen, diese Bälle, die er sich da erkämpft. Petrovic gegen Stafford. Taylor gewinnt den Ball, Cesar gegen Pešić. Er macht die Punkte, Jason Cesar, jetzt ist Bamberg wieder vorn. Der Einsatz von Taylor bereitet den Boden für diese Ernte, die Jason Cesar einfährt. .64-63 die Führung für Bamberg gegen Berlin. 2,5 Minuten noch. Wie wichtig wäre für Bamberg dieser Heimsieg, um mit einem besseren Gefühl die beiden Auswärtsspiele in der Max-Schmeling-Halle angehen zu können. Petrovic cool gegen Cesar. Vlado Petrovic. Alba mit einem. 2 Minuten noch. Und jetzt ist es fast nur noch eine Kopf- und Nervensache. Helmanis!
Dann nimmt er diesen Dreier, der Helmanis, und auf der Gegenseite Lollis verstolpert. Puh. Pesic gegen Steffen. Alba führt mit einem. 1,45 noch. Lollis. Pesic. Der wird doch nicht. Der macht schon wieder! Der macht das schon wieder, der Pesic! Und er weiß es doch so genau, der Dirk Bauermann, dass dieser junge Mann solche Dinge liebt. Er lebt es. Er lebt dieses Spiel nur für diese Situationen. Marco Pesic und wieder so ein Wahnsinnsdreier. 1,34 vor dem Ende. 4 Punkte Führung für Emir Mutavcic und Alba Berlin. Es war fast zu erwarten, als er da auf die Uhr hochguckte, wie viel Zeit er noch hat. Und dann lässt er los. Und er liebt die Dinge. Das ist unglaublich. Dieser Pesic ist unfassbar. Natürlich wirkt das oft arrogant, was der Marco Pesic abliefert. Aber mal ganz ehrlich, wer immer wieder solche Dinge in der Regelmäßigkeit veranstaltet, der darf so auftreten, wie er es tut. Marco Pesic. Und da wird der Papa in Barcelona vor dem Fernsehschirm sitzen und wird wieder mächtig stolz auf seinen Sohn sein. Gibt ja immer wieder das Gerücht, dass man diese Mentalität in den Genen hat. Und der Svetislav Pesic, über dessen Erfolge braucht man nicht zu diskutieren. Der Letzte, der Gewinn der Europa-Liga mit dem FC Barcelona vor einigen Wochen. Der Sohn hat eine Menge mitbekommen. War das wieder ein wichtiger Dreier. Ob schon die Vorentscheidung war, die Entscheidung hier im Forum, das würde ich nicht unterschreiben. 4 Punkte kann man in 1,5 Minuten durchaus wettmachen. Das haben wir ja im Laufe dieses Spiels schon erlebt, wie schnell da eine 9-Punkte-Führung von Alba geschmolzen ist. Plötzlich waren die Bamberger vorn. Aber das erhöht natürlich erheblichst den Druck auf die Gastgeber. Hier für die letzten 94 Sekunden. Pesic jetzt mit 10 Punkten. 16 Stanojevic, 16 Petrovic, 14 Collins. Bei Bamberg Sessa 18, Hamann 14, Stefan 9. Jetzt brauchen sie einen erfolgreichen Angriff. Logisch. Das nächste Foul von Petrovic. Einwurf für TSG Universa Bamberg. 87 Sekunden noch. Über wen geht Bamberg? Sessa oder Taylor? Helmanis Dreier, Stefan Dreier, alles Optionen. Derek Taylor soll es gestalten. Stafford für 3. Stafford mit dem Dreier. So schnell geht's. Nur noch 1 Punkt Führung, Alba. Kaum zu sehen im Abschluss der Stafford. Der Dreier war wichtig. Was macht Alba? Einwurf für Berlin. 9 Sekunden noch für den Angriff. 1,06 noch auf der Uhr. Für die Gesamtspielzeit. 9 Sekunden für den Angriff. Alba mit einem vorn. Collins. Pesic. Nee. Es kann nicht immer funktionieren. Und Foul an Sessa. Aber logisch hat er Selbstvertrauen, der denkt da gar nicht groß drüber nach, der Marco Pesic. Eine Selbstverständlichkeit für ihn, den Dreier zu versuchen. Diesmal, man ist geneigt zu sagen, ausnahmsweise nicht von Erfolg. Und dann hier das Foul an Sascha. Noch keine Freiwürfe, denn Berlin jetzt erst mit 4 Mannschaftsfouls. 58,2 Sekunden noch auf der Uhr. Bamberg liegt mit einem hin. Wer geht 1-0 in Führung in dieser Finalserie? Wer dreimal gewinnt, ist deutscher Meister. Das ist noch ganz weit weg. Taylor. Unter Druck. Noch 4 Sekunden. Schlechter Wurf, aber er musste abschließen. Ja, die Berliner Verteidigung arbeitet perfekt. Bauermann unzufrieden. Das war keine gute Option, aber er musste diesen Verzweiflungswurf nehmen. Es war die Uhr, die 24 Sekunden für den Angriff quasi runtergelaufen. Für Ovis Helmanis und seine Mannschaft.
35,2 Sekunden. Alba führt mit einem. Es gibt da eine Diskussion am Anschreibetisch. Ich weiß im Moment nicht, worum es geht. Berlin hat den Einwurf, das ist alles korrekt. Es sind noch 35 Sekunden auf der Uhr, das stimmt. Und jetzt muss Druck gemacht werden auf Alba. Stafford setzt Collins unter Druck. Noch 13 Sekunden für den Angriff, noch 23 Sekunden auf der Spieluhr. Vollstrom ist hier angesagt. Anspannung bis zum allerletzten. Petrovic. Noch 8 Sekunden für den Angriff. Jetzt muss er langsam sich zum Korb bewegen. Petrovic auf Stanojevic und das Foul. Das gibt 2 Freiwürfe. Stafford musste faulen gegen Stanojevic. Das waren sichere Punkte. Jetzt muss er sich die von der Freiwurflinie erst verdienen. 14 Sekunden vor dem Ende. Letzte Chance war das für Stafford, die Punkte zu verhindern. Stanojevic an der Linie. Behält er die Nerven? Erste Pass, 2 Punkte Führung für die Berliner. Sie sind nah dran an diesem wichtigen Auswärtssieg in der Finalserie. Drei Punkte. Also jetzt braucht Bamberg, um in die Verlängerung zu kommen, einen Dreier. Anders werden sie es nicht versuchen. Die Zeit läuft runter. Rechts unten alle Zahlen, die sie brauchen. Das Foul von Collins an Stafford natürlich, um hier einen Dreier unmöglich zu machen. Sie wollen natürlich keinen Dreier zulassen. Deshalb dieses Foul von Collins an Stafford. Sekunden noch. Bamberg 67, Berlin 60. Rick Stafford geht an die Freiwurflinie. Wichtig, beide zu treffen. Danach muss Bamberg schnell faulen, um die Uhr zu stoppen. Berlin an die Linie zu bringen. Anders geht das hier nicht mehr. Beide Mannschaften mit 5 Teamfouls. Rick Stafford an der Linie. Wichtige Freiwürfe. Der erste passt. Kann er das Risiko gehen, den zweiten zu verwerfen und auf Offensiv-Rebound zu spekulieren? Das wäre eine weitere taktische Variante. Riskant. Oder den zweiten reinmachen und schnell faulen. Denn 8 Sekunden sind lang. Ich glaube, er möchte den reinmachen und sich auf die Variante schnell faulen konzentrieren. Aber erstmal treffen. Er trifft und jetzt muss ein schnelles Foul her. Uhr läuft erst an, wenn ein Spieler im Feld den Ball bekommt. Foul von Hamann an Collins. Da läuft die Uhr erst gar nicht an. Collins geht an die Freiwurflinie. Das ist fast der Idealfall für die Bamberger. Die Uhr steht die ganze Zeit. Es sind 8,3 Sekunden. 1 Punkt Führung für Alba. Und der Collins muss von der Freiwurflinie erstmal treffen. Bei solchen Geschichten wie dieser gerade von Stefan Hamann, als er da festgehalten hat gegen Collins, muss man natürlich vorsichtig sein. Die Schiedsrichter könnten da auch auf unsportliches Foul entscheiden. Dann gäbe es 2 Freiwürfe plus Ballbesitz für Berlin. War nicht der Fall. Ein Höllenlärm im Bamberger Forum. 1 Punkt Führung Alba. 8,3 Sekunden noch. Selbst wenn Collins beide trifft, in 8 Sekunden kann man locker nach vorne dribbeln und den Dreier suchen. Aber da ist ja noch seine Verteidigung, die von Emir Mutapcic und seiner Mannschaft. Meine Güte, was muss der jetzt einen Puls haben? Und er hier, was hat der für einen Puls? Offensichtlich relativ niedrig. Juan Collins. Gutes Spiel. Und dann, wenn er den zweiten trifft, noch einmal hart verteidigen. Am besten schnell faulen, dann haben die gar nicht die Chance zum Dreier. Er kennt das taktische Spielchen, Emir Mutapcic. Und jetzt haben sie die Chance, die Bamberger.
Stafford auf Colamé, der vergibt. Colamé vergibt es. Und was ist jetzt? Ein Foul von Sessa. Das war die Entscheidung, da bin ich mir ganz sicher. Colamé vergibt den Korbleger. Der erste Zweier, also ein Wurf aus der Nah- oder Mitteldistanz seit dem 1. März 2003, den Gerd Colamé vergibt. Und das in dieser Situation. Eine Sekunde vor dem Ende vergibt Colamé diesen Korbleger. Es wäre die Verlängerung gewesen, wenn er den gemacht hätte. So kassiert Sessa sein 5. Foul gegen Collins. Und die Uhr zeigt nur noch 0,5 Sekunden. Das Ding ist gelaufen. Bauermann enttäuscht, sauer. Er muss jetzt schon daran denken, wenn es auch schwer fällt, seine Mannschaft aufzubauen für den Mittwoch. 20 Uhr live im DSF, 2. Finale in Berlin. Alba mit einer konzentrierten Leistung, cool, clever, sich nie von den Emotionen hier anstecken lassen. Collins mit einer klasse Partie. Berlin gewinnt das erste Finale um die deutsche Basketballmeisterschaft im Forum. Durchatmen bei Emil Mutapcic, besten Korbjäger. Collins 17, Petrovic 16, Stanojevic 18, Pešić 10 bei Alba. Hamann 14, Stafford 14, Sessa 18 bei Bamberg. Wir verabschieden uns für einen kurzen Moment und sind dann zurück hier mit sicherlich niedergeschlagenen Bambergern. 0:1 hinten im Finale gegen Alba. Basketball Live Endstation. Bis zum nächsten Mal mit der Bahn. Die Bahn.